www.kamikaze-radio.de. Ich habe jetzt die Band Chlorix am Telefon. Hallo Chlorix. Hallo. Hallo. Wen habe ich von der Band am Telefon? Stell euch mal kurz einzeln vor, wer bei euch was macht. Ja, servus. Ich bin der Lutz und ich spiele Schlagzeug. Ja, und dann bin ich, der Gerd, der Sänger von der Band Chlorix und der, wo einmal die ganzen Konzerte managt. Und das ist wahrscheinlich gerade dann der Tür und der Gitarrist. Ja, und der zweite Gitarrist. Ah, kommt gerade, der Chris kommt gerade rein, oder? Chris, du hebst deine Hufe. Passt ja noch, zeitig. Ja, es geht gerade auch, Chris. Genau, pünktlich, zeitig da. Ja, Frau, genau. Chlorix, wo kommt ihr her? Okay, Chris, stell dich vor. Ja, hi, bin der Chris. Ah, Chris, er ist da. Schon da. Hast du schon ein Bier aufgemacht? Nee, noch keine Zeit gehabt. Nee, ein Telefon gemacht. Gerade hingesetzt, Chris. Also zu dritt, ihr seid zum normal zu fünft? Ja, genau, also da wäre noch unser Bassist, der Kotak, der wo aus Pasta kommt. Und dann ein sehr guter Freund, der Drechsler. Und unser erster Gitarrist und letztes, ja, Gründungsmitglied kann man jetzt nicht sagen, aber ja, also von der ersten Stunde an war ich schon dabei. Sag, wann gibt es euch? Uns gibt es seit 2012. Ich habe damals bei einem Titra-Wein in Ringsburg die Band gegründet gehabt mit zwei Freunden, aber das hat sich leider irgendwie verlaufen. Persönlich teilweise und ja, ist einfach da, wo ist man dann immer auseinander gekommen. Und ja, ab 2013 haben wir dann auch so ein paar Konzerte gespielt gehabt. Ja, war der Anfang. Also sagt ihr ja 2012 oder 2013 als Gründungsjahr? 2012. 2012. Ach, schon mal ein Jahr gewonnen so ungefähr, ne? Genau. Ein, zwei Proben haben wir ja gehabt. Ja, aber, naja, wie gesagt, das hat halt nicht so sein sollen. Dann ist der Drechsler dazugekommen, dann der Schnubi, unser erster Schlagzeuger. Schnubi ist aber dann leider auch gegangen, ein oder zwei Jahre später. Ja, und jetzt haben wir Lust. Ja gut, ich sag mal, fünf Leute in der Band, ist immer ein Wechsel dabei. Ja, leider, aber, ja, wenn wir wenigstens so da. Ich will ja keinen von der Band missen. Ja, und jetzt auch noch Grüße an Drechsler und an Kosak. Wenn sie zuhören, dann kommt der Drechsler dazu. Hi Drechsler. Hi Drechsler. Hat Drechsler dazu? Ja, schöne Grüße, Mensch. Ja. Ich frage mal, wie alt seid ihr im Durchschnitt? Ja, also ich bin der Jüngste und Schönste in der Band. Na, der Kosak ist der Jüngste. Ja, aber ich bin schöner. Haben wir schon vergeben. Der größte Teil von uns. Zwei von uns haben schon Kinder und der andere nicht. Und der Drechsler ist verheiratet. Ja, die Frage ist, wenn es die Band quasi seit vier Jahren gibt, irgendwie habt ihr schon mal vorher Musik gemacht in Bands? Ja, also ich habe damals bei einer Philosophener Punkband noch gespielt. Die haben sie damals reduziert genannt. Da haben wir einen Sack damals gespielt, im Pasta, wo leicht ausgeartet ist, mit Kotze und schmeißenden Bierflaschen, eingetretene Scheibe gegenüber und ja, war eigentlich recht lustig. Aber die haben dann irgendwann nur noch Covermusik gemacht, weil ich gehört habe und ja. Das war auch so ungefähr. War irgendwie schade, weil war eine richtig schöne, rotzige Punkband, aber naja. Ja, aber wo die Leute, wo sind die geblieben? Ja, also der Sänger, der Man kann immer was Neues machen oder was anderes machen, ne? Ja, der Stucke ist dann viel umeinander gereist und ja, die anderen zwei ja, haben das Arbeiten dann angefangen und haben dann auch keine Zeit mehr gehabt. Ja, ich bin dann direkt, der weiß jetzt nicht, ob der Name in der Band gespielt hat und der Kotak, unser Bassist, der hat bei der Band Netzzeit noch nicht gespielt. Aber die hat sich dann aufgelöst. Lutz, hast du noch irgendwas gespielt, oder?
Na, besser ist es. Ja, Chris hat immer umeinander geklemmt, dass ich ihn halt ganz Klo geholt habe. Erste Konzert, wann habt ihr das gemacht? Oh, das erste Konzert, das war, glaube ich, April 2013 im Garten von meinen Eltern, weil irgendwie hat es nicht mehr hinkam im Konzert, weil es ist abgesagt worden und dann unser Quotenskinne hat dann ein Konzert irgendwo im Fischdach ausgemacht, aber es hat dann eigentlich nicht geklappt und dann habe ich die ganzen Punker aus Ringsburg nach Niederbayern geholt und Polizeiaufkommen beim Bus dann, wo sie ausgestiegen sind und lauter so ein Scheißen. Also immer, wo ihr spielt, ist Polizeieinsatz ungefähr. Ja, nicht direkt beim Konzert, aber ja, das sind die Bevölkerung in Niederbayern, da wo ich Ja, wohne. aber so eine Gartenparty, war das angemeldet oder war das privat einfach mal durchgezogen? Privat einfach durchgezogen. Ja gut, und dann kommen die ersten 1, 2, 3 Beschwerden und dann müssen die Päckse auch mal re reagieren, ne? Also auf der Gartenparty war ja direkt nicht. Also wie die anderen mit dem Bus durch Bayern durchgefahren sind, also dass sie zu der Party kommen und können, da sind sie von den Bullen dann aufgehalten worden. Trotzdem Pissen rausgegangen sind vom Bus. 2014 habt ihr ja die ersten Aufnahmen gemacht oder kam die erste Demo, erste LP raus von euch? Was war das? Die erste Demo, das war Chlorix Asozial. Ja, da haben wir da länger umeinander geklimpert, da war länger Funpunk noch dazwischen, dann zum Beispiel im Zirkel des Bösen, das war, wo ich halt das mit die KZ thematisiert habe. Aber das Lied spielen wir leider nicht mehr. Da haben wir von den ganz alten Sachen, außer Neufahrplatz, ich glaube schon, Neufahrplatz ist glaube ich das letzte Lied, das wir von den Anfangskrieger spielen. Da war ja auch hier Griff zur Flasche mit auf der Pogo in der Lederhosen. Ja, Auf dem das war aber Sampler. dann schon auch verwahrlost, aber frei. Und mein zweiter Gitarrist hat mich, also der Chris hat mich gerade hingewiesen drauf. Brennende Lust ist noch auch ein altes Lied für uns. War auch auf der Demo noch rum. Aber das war nur eine Demo oder was war das? Ach, das war nur eine Demo, also da Die habe ich jetzt. damals einen Drechsler bequatscht, dass wir unbedingt was veröffentlichen müssen. Und ja, mein Gott. Ja, okay, also wir haben dann überredet gehabt bei einer Suff-Aktion. Und ja, da haben wir 25 Stück runtergebrannt gehabt und die haben wir dann verschenkt gehabt. Eine habe ich noch im Proberaum. Ja, habt ihr denn auch welche mit auf Konzerten gehabt, oder? Ja, die haben wir dann verteilt gehabt einfach. Hat sich jeder reinnehmen können. Aber erstmal richtig auf CD zu pressen mit dem Record-Label zusammen, habt ihr nicht dran gedacht. Vergessen. Ja, also ehrlich gesagt, zu der Zeit waren wir noch zu schlecht dafür. Wollt euch keiner. Ja, wir haben halt noch nicht lange Musik gemacht und ich habe eher so einen kreischenden Gesang gehabt, also die Stimme hat ständig zusammengehauen. Und ja, Anfänge halt. Ja, und Ohne sich. jetzt seid ihr oder wart ihr ja wieder im Studio irgendwie? Ja, also die Aufnahmen. Also jetzt die Verräter, ich persönlich trinke niemals, Gestapo, sind jetzt von der neuen Scheibe, wo man jetzt, wenn es Sinn hat, im September dann den letzten Rest aufnehmen. Ja, natürlich, wenn er da aufschluckt. Und dann wollt ihr quasi dieses Jahr noch ein Album rausbringen? Ja, das wird, wenn wir den Zeug trinken und kotzen heißen, da haben wir gleich noch ein Lied mehr drauf. Und das haben wir beim Franz aufgenommen, wo wir auch das erste Album aufgenommen haben. Ich glaube, der hört jetzt gerade nicht zu, der wird sich später runterladen. Und, ja. Aber diesmal soll es richtig eine CD werden. Ja, also Label haben wir diesmal wieder nicht. Das, Wieder nicht, nein. okay. Immer noch nicht. Ja, Euch will immer noch keiner oder habt ihr noch immer noch nicht gefragt? also ich habe schon einige Labels gefragt gehabt, aber ja, da habe ich halt einen Fehler gemacht. Ich habe die CD ist runtergebrannt gehabt, also wie zu den Zeiten von mit Verwahrlost aber frei. Und habe einen selbstgeschriebenen Brief immer dazugelegt und wahrscheinlich werden die Dinger eher im Müll gelandet, als dass sie das jemand angehört hat. Na, nee, weißt du, die landen normalerweise immer auf dem Stapel irgendwie. Aber die landen immer oben drauf auf dem Stapel und meistens nehmen sie von unten immer wieder weg und das dauert bis das kann dauern, sowas.